haben, was es mit dem Projekt eigentlich auf sich hat, nämlich dass es um Lieblingsbücher von Leuten geht, also die wirklich jetzt gelesen haben und jetzt darüber schreiben möchten. Also völlig egal, was es für ein Buch ist, gar nicht, ob es jetzt höchste Literatur ist oder irgendwas ganz Normales oder was aus der Kindheit, Hauptsache das hat einen irgendwann im Leben mal berührt. Und dann dachte ich mir, das kommen wir doch hier in der Region bestimmt hin. Hier gibt es doch genug Literaturbegeisterte, wie ich das sehe, das wäre auch sehr wunderbar. Das Ganze hatte dann doch ein paar Startschwierigkeiten. Die Beteiligung war am Anfang leider ein bisschen gering. Aber das hat dann kurzfristig extrem zugenommen, sehr zu unserer Freude. Also nochmal vielen Dank an alle Autorinnen und Autoren. Ganz toll, dass sie mitgemacht haben. Ohne sie wäre das heute nicht zustande gekommen. Darunter, die Spinnen sind sehr nett zu mir. Warum nennt Tobi den kleinen Text ein Gedicht? Weil es nur ein Textchen ist? Weil in ihm etwas für Tobi Bedeutsames und Schönes aufgehoben ist? Weil er froh ist über seine junge Freundschaft zu den früheren Ekelgeschöpfen? Ich hatte vergessen zu sagen, dass sich dieser Junge sehr vor Spinnen gefürchtet. Weil er der fremden Schwester Spinne ein kleines Denkmal setzen möchte? Und zum Abschluss noch etwas Lustiges. Sie berichtet, dass ihr Vater ihr in ihr Poesiealbum einen Vers geschrieben hat. Sie war in der ersten Klasse, als er das getan hat. Er in seiner Erwachsenenschrift, sie als Leseanfängerin. Sie hat es damals auf eine bestimmte Art gelesen und bis sie erwachsen war, war sie immer davon überzeugt, hat sie nicht daran gezweifelt, dass sie es richtig gelesen hat, nämlich so. Wichtig sind nicht nur die Tanten, sondern auch die Geschenke, welche die Tanten begleiten. Als Erwachsene hat sie gemerkt, dass ihr Vater ihr etwas anderes ins Album geschrieben hat. Wichtig sind nicht nur die Taten, sondern auch die Gedanken, welche die Taten begleiten. Tage des letzten Schnees wurde im März dieses Jahres bei Ravensburg in Friedrichshafen vorgestellt, vom Autor selbst. Ich war beeindruckt, kaufte mir das Buch, begann zu lesen und las das Buch an einem langen Wochenende durch. Was mich immerhin 315 Seiten, das ist eine Leistung. Was mich festhielt und hineinzog, weiter hineinzog, war die Andersartigkeit. Sein Erzählstil. Bereits auf der fünften Seite gibt es einen fließenden Übergang von Glück zur Trauer, von Leben zum Tod. Am 1. Mai, der auf Finnisch Vappu genannte Feiertag, fällt im finnischen Turku der letzte Schnee. Am 1. Mai der letzte Schnee. Lasse Ekholm holt seine 11-jährige Tochter vom Eishockeyspielen ab. Anna ist glücklich, zufrieden, lacht. Jetzt lese ich einen ganz kleinen Ausschnitt. Und dann passierten mehrere Dinge in kurzer Abfolge. Lasse Ekholm sah ein Licht. Er spürte es mehr, als dass er es sah. Es war in seinem Rücken. Es kam plötzlich und es schien ungewöhnlich hell. Er drehte sich wieder zu Anna um, die immer noch lachte. Und im letzten Moment glaubte er, eine Irritation in ihren Augen wahrzunehmen. Ihr Mund war leicht geöffnet. Und vielleicht hatte sie Angst in der letzten Sekunde. Aber es konnte er nie mit Sicherheit sagen, obwohl er später oft darüber nachdachte. Das ich ausgewählt habe, ist nicht mein Lieblingsbuch oder das Lieblingsbuch, sondern ein Buch, das mich in diesem Jahr sehr beschäftigt, sehr bewegt hat. Es heißt Deine Juliette von Mary Ann Schaffer. Dieses wunderbare Buch habe ich vor kurzem auf Empfehlung einer Freundin hin gelesen. Es hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt und auf vielfältige Art und Weise angesprochen und bewegt. Die Geschichte spielt
im Jahr 1946 im kriegszerstörten London und auf Guernsey einer der Kanalinseln. Juliette, eine junge Engländerin, die in London den Krieg erlebt hat, wurde ausgebombt und schlägt sich mir recht wie schlecht durch das Leben. Sie schreibt Artikel für eine Zeitung, die Times, und ein wenig erfolgreiches Buch über eine der Bronte-Schwestern. Durch einen Zufall kommt sie in Kontakt mit einem Bauern auf Guernsey und einem während der deutschen Besatzung gegründeten literarischen Club. Es entwickelt sich ein reger Briefwechsel zwischen Juliette und den Clubteilnehmern. Die Clubteilnehmer sind ein buntes Volk mit vielen unterschiedlichen und sehr liebenswerten Charakteren, die vorher nie etwas mit Büchern oder mit Literatur am Hut hatten. Doch alle und jeder für sich findet auf sehr besondere, unterschiedliche Art und Weise einen Zugang in die wunderbare Welt der Literatur. Mich hat die Beschreibung der Menschen und die Geschichte an sich, der geschichtliche Hintergrund, die deutsche Besatzung und deren Auswirkungen auf das Leben der Inselbewohner und die Art und Weise der Beschreibung einfach begeistert. Ich habe das Buch dosiert gelesen, nicht wie verschlungen, wie sonst oft ein fesselndes Buch. Nein, ich wollte einfach nicht, dass es aufhört. Ich möchte Ihnen heute gerne etwas über meine absolute Lieblingsbuchreihe, und zwar Bartimäus von Jonathan Stroud, erzählen. Für alle, die nicht wissen, um was es sich handelt, möchte ich kurz den Inhalt erzählen und dann darauf eingehen, was mich an der Idee Bartimäus so fasziniert. Im ersten Teil der Buchreihe Bartimäus, das Amulett von Samarkand, geht es um den jungen, ehrgeizigen Zauberlehrling Nathanael, der den mächtigen, 5000 Jahre alten Djinn Bartimäus beschwört und mit dessen Hilfe das magische Amulett von Samarkand aus dem Besitz des einflussreichen Magiers Simon Lovelace zu stehlen. Der Diebstahl gelingt zwar mit Mühe und Not, auch dank Bartimäus Gerissenheit, doch ab dann läuft alles aus dem Ruder. Lovelace findet bei einem Besuch von Nathanaels Mentor und Adoptivvater Arthur Underwood zufällig das versteckte Amulett und verdächtigt sofort Underwood, da er Nathanael den Diebstahl nicht zutraut. Lovelace tötet daraufhin Underwood und dessen Frau, indem er seinem Diener, einem anderen Djinn, befiehlt, das Haus niederzubrennen. Er trachtet auch nach Nathanaels Leben, um keine Zeugen zu hinterlassen, doch dank Bartimäus kann Nathanael fliehen. Für die beiden beginnt daraufhin eine schwierige Zeit, voller Gefahren, Hetzjagden und dem ständigen Kampf ums Überleben. Nathanael aber bleibt zu jeder Zeit fest entschlossen, seine Adoptiveltern zu rächen und Lovelace zur Strecke zu bringen. Genau diese Entschlossenheit lässt Bartimäus und Nathanael eine Verschwörung aufdecken, die bis in die höchsten Kreise der Londoner Regierung dringt und sich in einem finalen Höhepunkt gipfelt, der beinahe das Ende für die beiden bedeutet. Weil ich mich ganz herzlich bedanken möchte bei unseren 5 Auszubildenden, denen wir ganz arg viel zugemutet haben, und ich bin Herrn Bleiber sehr dankbar, dass er das diskret verschwiegen hat. Das war natürlich wirklich mit unglaublich viel Arbeit verbunden, und ich habe das eigentlich gar nicht so eingeschätzt, wie wir diese Anfrage bekommen haben, ob wir uns nicht daran beteiligen wollen.